davon, Ben. Aber wir haben gesagt, du bleibst in deinem Versteck. Das ist gemein. Sag das nur, weil du mich sonst nicht findest. Dann hock ich da und verschimmele. Wie der alte Pudding gestern. Wollt ihr nicht erschrecken? Haben Sie es gelernt? Ich versuche das nur. Sie machen das gut? Ich kann das nicht wirklich. Mist. Das warme Wasser geht wieder nicht. Es geht nie. Fred, könnten Sie das mal reparieren? Ich kümmere mich drum. Hier. Für Sie. Für mich? Sie haben doch gesagt, Sie mögen sowas. Sie haben sich das gemerkt? Danke. Vielen Dank. Die Kinder sind draußen? Spielen Verstecken. Wenn ich ihre Augen sehe, dann denke ich immer, sie haben seltsame Augen. Nein, ich meine, seltsam ist falsch. Ich denke dann immer, man kann genau sehen, was sie gerade fühlen. Das. Was fühle ich denn jetzt? Ich weiß nicht. Nein. Nein, ich. Wirklich nicht. Ja. Hey, Lars, das ist meine! Nein, von wegen, was meines ist auch dein. Hab ich nie! Wenn Marx Kinder gehabt hätte, hätte der nie das Kapital geschrieben. Nee, der hat Kinder gehabt. Deswegen hat er ja das Kapital. Egal. Darwin lag da viel besser. Der Mensch ist ein Wolf. Lisa! Tom! Paul, ich muss mit dir reden. Gestern. Fred, ich. Du machst mir nicht einfach. Ja, vielleicht machst du dir selber schwer. Ist ja auch eine Möglichkeit, oder? Ich muss jetzt ins Büro. Du kannst mich da absetzen und dann mit den Kindern weiter nach Hause fahren. Paul, ich kann nicht fahren. Julia, wie lange soll das noch so gehen? Der Unfall ist jetzt 6 Monate her. 24 Wochen.
Wir leben hier zufällig auf dem Lande. Es war zufällig deine Idee. Erinnerst du dich vielleicht noch? Ein neuer Anfang, alles muss anders werden. Ich sehe überhaupt nicht, was da anders geworden ist. Ich weiß, aber... Wenn wir hier bleiben wollen, musst du früher oder später mit dem Auto fahren. Ich kann nicht die ganze Zeit den Chauffeur spielen. Oh, ich weiß, aber... Lisa! Komm! Ja! Ja! Wir kommen gleich! Ich weiß, aber... Ich kann nicht... Ist es nicht Fred da? Nein, der würde nie sowas aufsetzen. Was wir alles wissen. Nur, der gefällt dir. Der hat ja auch seine Qualitäten. Wettergegerbtes Gesicht, raue männliche Hände. Hör auf. Also, du willst nach Amerika? Ja, bitte. Gut, dann sagen wir Fred, der soll ins Zimmer fahren. Wir wollen nach Amerika. Das ist aber zu spät. Jetzt sind wir schon fast wieder zu Hause. Schade. Schade, schade, schade. Hä? Bist du traurig? Oder du? Ich bin immer so allein. Also das ist doch Hanna und mich, hä? Kommt die Mama nie mehr zurück? Nee. Wir drei müssen jetzt schon allein klarkommen. Hä? Wer da kommt. Los, ab nach vorn zu den Leinen. Hallo. Ich habe Ihr Boot gesehen. Fred, ich habe gestern mit dem Architekten geredet. Wir machen doch nur den hinteren Teil des Dachs aus Blech. Der vordere tut's ja noch. Na ja, es geht schon noch 2-3 Jahre. Ah, danke. Na ja, wenigstens etwas. Der Hof hat was von einem Moloch. Das Getreide müssen wir auch wegbringen. Dann können wir uns ein Laster holen, das Zeug draufkippen und irgendwo hinfahren, wo wir es verbrennen können. Fast kein Aufwand. Wissen Sie, warum ich Sie engagiert habe? Danke. Sie prüfen alles noch mal nach. Sie verlassen sich nur auf sich selbst. Das hat mir gefallen. Dein Vater nimmt dich wirklich mit seinem Boot mit? Richtig raus aufs Meer? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Aber ich mag mir nicht hergeben. Sie heißt so wie meine Mama, aber die ist weg. Ja. Ja, ich weiß. Und das macht dich traurig, nicht? Als ich 7 war, da ist meine Mama auch weggegangen. Und mein Papa auch. Und er ist nicht wiedergekommen? Dein Papa geht nicht weg. Da musst du keine Angst haben. Aber wenn ich böse bin, die Mama ist auch. Nein, 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 nein. Deine Mama ist nicht weggegangen, weil du böse bist. Deine Eltern haben sich nicht mehr verstanden und dann... Dein Papa bleibt immer, immer bei dir. Aber wo hast du denn überhaupt gewohnt, wenn der Papa auch weg war? Mein Papa war nicht weg, er hat nur ganz viel gearbeitet. Und ich habe dann in einem Internat gewohnt. Weißt du, was Nonnen sind? Die haben ein ganz großes Haus. Und da habe ich dann gewohnt. Spiel verstecken! Spiel mit. Lisa ist dir bestimmt nicht mehr böse. Hab ich gerade gefunden. Nur die Beine fehlen. Tom, du hast mich zu Tode erschreckt. Mach sowas nicht nochmal. Hast du Hanna gesehen oder Lisa? Ach, die ist sowieso immer ganz unfair, weil sie nie in einem Versteck bleibt. Und deswegen musst du mir helfen. Das könnte dir so passen. Nein, dann musst du schon selber suchen. Und du sammelst den Kopf wieder auf und stellst sie zurück. Sie ist alt. Ach, ihr seid alles Feministin. Das ist typisch.
Hanna! Schau, das sind doch mindestens 5 Meter. Feigling, Feigling. Warum bist du immer so gemein zu mir? Ich bin nicht gemein. Ich sag nur, dass du Angst hast. Das sagst du doch immer, das stimmt doch. Da hab ich überall schon geguckt, ganz ehrlich, überall. Hanna! Hanna? 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 Hanna! Hanna? Zu mir. Das meint er nicht so. Doch, und hat wie ein Feigling zu mir gesagt. Das soll er nicht, das soll er einfach nicht. Mhm. Hanna! Hanna! Das war nicht meine Schuld. Das war nicht meine Schuld. Ich bringe euch rein. Mama! Lass die Mama mal. Komm, lass sie mal. Wir gehen gleich. Ich habe sie nicht gesehen. Das war nicht meine Schuld. Das war ein Unfall. Das war ein Unfall. Komm. Frau Leonhardt? Ich muss Ihnen leider noch ein paar Fragen stellen. Ich weiß, es ist vielleicht nicht gerade der richtige Mama. Zeitpunkt jetzt, aber... Sie wissen doch wirklich, das ist der falsche Zeitpunkt. Thank you.
dem allmächtigen Gott gefallen hat, unsere kleine Hanna aus diesem Leben abzurufen, legen wir ihren Leib in Gottes Acker, dass er wieder zur Erde werde, davon er genommen ist. Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube. Sehr leid. Machst du das, damit Fred sie nicht mehr sieht? Ja. Wenn keine Wolken am Himmel sind, kann uns Hanna sicher zugucken, wie die Oma. Was wird denn aus Mia? Wer ist Mia? Hannas Puppe. Du musst Fred fragen. Weißt du, Fred ist jetzt sicher ganz traurig, dass Hanna tot ist. Ihr müsst ganz lieb zu ihm sein. Kommt Fred wieder? Ich weiß nicht. Ja. Ich hab Fred gerne. Was ist denn? Paul, ich würde am liebsten hier weggehen. Ich weiß auch nicht, wohin. Zurück in die Stadt, bitte. Julian, das geht doch nicht. Wir können doch nicht immer davonlaufen. Aber wir wären sehr froh, wenn sie wieder kämen. Was soll ich jetzt sagen? Hilft das was? Aber danke. Wie geht's Ihrer Frau? Es geht.
Es wäre auch für Julia gut, wenn sie weitermachen könnten. Weil sie fühlt sich verantwortlich. Sie fühlt sich verantwortlich? Ja, sicher, es war ein Unfall. Aber trotzdem... Ihre Frau konnte nicht länger bleiben. Die, ne. Ne, wirklich nicht. Ich soll sie von den Kindern grüßen. Sie sollen mich von den Kindern grüßen. Sie haben nach ihnen gefragt. Und vor allem Tom, der hängt an ihnen. Ich muss schlafen. Ich muss einmal schlafen. Ja, sicher. Ich überlege mir das. Das verhindert, dass er schaukelt. Das stabilisiert ihn. Deswegen Stabilisatoren. Das entwickle ich. Aber er schaukelt doch. Ja, ja, aber der schaukelt weniger als ohne Stabilisator. Er schaukelt. Ja, wenn sich das Meer bewegt, darf er... Im Watt gibt's einen Schatz. Wenn das Wasser nicht mehr da ist, dann taucht im Watt manchmal ein Schatz auf. Deswegen wollen wir ins Watt. Aber die Mama sagt... Ja, ja. Der Schatz im Watt. Und das Ungeheuer von Loch Ness. Ja, was für ein Loch? Ein riesiges Loch. Da taucht manchmal Nessie auf. Der bewacht nämlich alle Schätze. Es ist so eine Art Drachen, nur mit Schlappohren. Wer erzählt eigentlich diesen Unsinn mit Schatz im Watt? Nein, das ist kein Unsinn. Das ist wahr, das hat Fred gesagt. Ja. Fred hat es gesagt, da kann ich natürlich nicht dagegen an. Hört mal, euer Fred kommt gleich. Der wäre sehr enttäuscht, wenn ihr nicht da seid. Und vergesst nicht, was ich gesagt habe. Ihr müsst sehr lieb zu ihm sein. Ja? Verstanden? Okay. Ab. Mütze. Ich darf noch mal lenken. Andere Söhne interessieren sich für die Berufe ihrer Väter, aber ich... Ach was. Ich hab's ja gehört. Ein Scharren. Ich habe die Kiste auf die Tiefkühltruhe gestellt und habe innen ein Scharren gehört. Ich hab gedacht, es ist eine Maus. Wenn ich nachgesehen hätte... Es war ein Unfall. Es hat keinen Sinn, wenn du... Aber wenn ich nachgesehen hätte, dann... Ja, 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 wenn. Wenn sich Johanna nicht versteckt hätte. Wenn du keine Schaufel gebraucht hättest. Wenn die Truhe gar nicht da gestanden wäre. Verstehst du nicht? Es ist passiert. Da gibt's keinen Zusammenhang, da gibt's keine Schuld. Dinge passieren, die kann man nicht ändern. Tschüss. Raus. Tschüss. Mach's gut. Viel Spaß. Ich helfe dir. Erst die kurzen. Die sind gar nicht schwer. Wo ist denn Lisa? Sag, das ist ein gutes Versteck. Willst du bloß nicht mithelfen? Du brauchst auch gar kein Versteck, wenn du sowieso mit drin bleibst. Ich sag euch mal was. Verstecken spielen, das ist wie Jagen. Ein guter Jäger, der sucht nicht das Versteck. Der kommt ganz leise, sodass der andere ihn nicht hört. Und dann... Siehst du? So scheucht er ihn auf. Der bewegt sich und so findet er ihn ganz einfach. Ich glaube, das ist blöd. Nein. Hol mir doch mal eine Zange vom Wagen. Okay.
gutes Versteck gefunden hast. Du musst einfach ganz ruhig sitzen bleiben. Du bewegst dich nicht, auch wenn's Krach macht, verstehst du? Das ist der Trick. Verstanden, Prinzessin? Hey, ist 7:30. In 10 Minuten geht euer Bus. Hallo? Fred? Ich dachte, vielleicht möchtest du einen Kaffee. Da ist zu Hause schon Kaffee getrunken. Verdammt. Das Holz ist nicht gut. Ich muss irgendein anderes besorgen. Fred, ich halte das nicht mehr aus. Ich sag mir, was du denkst. Du schaust mich nur an. Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie wirklich nicht gesehen. Warum sagst du ihren Namen nicht? Hanna? Ihr habt die Tiefkühltruhe weggeschafft. Weißt du, was Hanna neulich auf dem Boot zu mir gesagt hat? Ich bin so allein. Ich will in keine Kneipe. Ja, bitte, komm. Ich habe das Gefühl, ich mache alles falsch. Ich verliere den Boden, Julia, und dann fühle ich. Wir können uns nicht auf dem Hof verkriechen. Wir müssen mit den Leuten reden. Wir müssen uns sehen lassen. Das gehört hier dazu. Vor allem nach dem Unfall. Moin. 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 Moin, moin. 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 Hallo. Moin. Hippantrophie. Was sagst du dazu? Oder wer? Ja, bitte. Hippantrophie. Ich gebe zu, das ist nicht einfach. Aber du bist ja eine Art Weltmeister. Und ich muss schließlich meine Verluste vom letzten Mal reinkriegen. Sonst ruinierst du mich noch. Die wäre ich noch nie hierher gezogen. Was möchtest denn du trinken? Ich. Wenn es nur Frauen gäbe, könnte dir hier dicht machen. Hippantrophie. Danke. Hippodrom, also irgendwas mit Pferd. Treffer, richtig, was mit Pferd? Mit Pferd, Anthropologie, die Wissenschaft des Menschen und vom Menschen, von geistiger und kultureller Hinsicht, da könnte auch was damit zu tun haben. Mensch als Pferd. Ja, ziemlich nah dran. Auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich denke, ich bin ein Pferd, oder? Richtig, ich denke, ich bin ein Pferd. Die Wahnvorstellung, ein Pferd zu sein. Was ist das teuerste Getränk im Laden? Ich hole die Kinder, wir treffen uns draußen. Julia. Julia. Come here.
Julia! Es ist nichts passiert. Weil du... Wir müssen uns einfach ganz umstellen. Wir müssen noch besser aufpassen. Ist kein Vorwurf gegen dich. Paul, ich will hier weg. Ich halte es nicht mehr aus. Man kann nicht vor sich selber davonlaufen. Das ist das, was du willst. Du glaubst, du bist schuld am Tod von Nana. Du bist schuld an dem Unfall. Du glaubst, du bist Jesus. Die ganze Schuld dieser Welt auf deinen Schultern. Ist das nicht ein bisschen viel? Das Ergebnis davon ist, dass wir nicht mehr miteinander schlafen. Dass du steif wirst wie ein Brett, wenn ich dich irgendwann mal auch nur aus Versehen anfasse. Du hast mittlerweile Angst, in den Keller zu gehen oder auf den Speicher oder in die Scheune. Nennt man das Phobie? Ich bin kein Therapeut, bin Ingenieur. Du wolltest hierher. Paul? Paul? Ich möchte nicht, dass Fred weiter hier arbeitet. Der kommt hier beim Unfall um und ich soll ihn entlassen, weil du ihn nicht mehr ertragen kannst? Oder weil du sein Gesicht nicht mehr sehen kannst, weil es sich an deine Schuld erinnert? Oder warum? Oder weil Tom ein bisschen nass geworden ist und du ihm vorwirfst, dass er das Bassin nicht richtig gesichert hat, weil er ein paar Holzbalken unter der Plane vorgezogen hat? Das ist grotesk. Ich weiß, das ist sehr schwierig für dich. Ich weiß das, was soll ich denn noch machen? Ich bitte dich, Fred zu entlassen. Tu's für mich. Tu's einfach für mich. Wir brauchen Fred, es geht nicht. Tom sagt immer Feigling zu mir. Und das ärgert dich natürlich. Ja, die Mama sagt, ich soll mich nicht ärgern, aber ich werde einfach wütend. Und wenn du ganz wütend bist, läufst du rot an und platzt. Nein. Doch, das gibt's. Nein, aber wenn man sich ärgert, ärgert man sich eben, da kann man gar nichts machen, stimmt's? Genau. Feiglinge gibt's in Wirklichkeit gar nicht. Nur kleine Prinzessinnen, die manchmal eben Angst haben. Und Angst ist nicht verboten. Jeder Mensch hat manchmal Angst. Ich auch. Wirklich? Ja, klar. Aber ich verrate es keinem. Nur dir, weil du meine kleine Prinzessin bist, okay? Warum machst du das? Und ihr zieht, geht innen eine Klappe auf und das Getreide fällt in die untere Kammer. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Wenn du das nächste Mal Angst hast, zum Beispiel da runter zu springen, dann machst du es einfach. Nicht jetzt, irgendwann, wenn du meinst, jetzt geht's, nur einmal. Und dann wirst du sehen, ist die Angst plötzlich weg. Ist das eine Idee? Ich weiß nicht. Fred? Hier! Lisa, die Mama sucht dich. Probier es, wenn du schaffst, bekommst du die Puppe. Ganz ehrlich? Jo. Wir müssen noch durchgehen, was sie alles brauchen, wenn sie das Bad auch noch neu machen. Ja. Julia hat einen Riesenschreck gekriegt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nee, in der Stadt ist alles anders. Wir müssen das Gelände noch besser absichern. Ich weiß, wir haben schon viel getan. Ich würde Ihnen ja helfen, nur im Moment. Hier, das Getreide müssen wir auch noch wegschaffen. Das fängt demnächst zu faulen an. Das Bassin, glaube ich, das machen wir ganz dicht mit Holz drunter, nicht nur die Plane. Ich weiß, was Sie denken. Ich habe das Holz rausgenommen, also doch. Ich weiß auch, dass Ihre Frau mich am liebsten loswerden will. Und ich kann Sie verstehen. Mir geht's doch genauso. Glauben Sie, wie das ist, jetzt hier zu arbeiten? Alles erinnert an Hannah. Ich würde am liebsten abhauen, aber ich brauche den Job. Sonst kann ich mein Boot gleich der Bank zurückgeben.
Das gehört denen sowieso schon. Ich habe keine andere Wahl. Fred, bitte, das habe ich nicht so gemeint. Julia auch nicht. Nur sie ist jetzt sehr... Sie ist nicht fertig damit. Sie hat verständlicherweise Angst. Das darf man nicht überbewerten. Ich will, dass Sie bleiben. Bleiben Sie, Fred, bitte. Der Rabenvater hat es wieder nicht gemerkt. Ich sag dir, die haben mir die Hölle heiß gemacht. Hier. In deren Augen versagen wir völlig. Und langweilig sind wir. Ach, was heißt langweilig? Ist gar kein Ausdruck. Gegen Fred sind wir das reiße Schlafmittel. Ich bin mir vorgekommen wie... Wo ist denn Tom? Der ist bei Fred auf dem Boot. Ach, das war ja die nächste Tragödie. Lisa wollte unbedingt mitfahren. Demnächst kaufe ich selber ein Boot. Bring ihn zurück. Er will sich an den Kindern rächen. Er will ihn umbringen. Er ist verrückt. Er... Komm, nimm dich zurück. Bitte, bitte, bring ihn zurück, bitte. Er will sich an den Kindern rächen. Er ist verrückt. Ich habe es gesehen. Was hast du gesehen? Seine Augen. Ich kenne ihn. Bitte, bitte, bring ihn zurück. In der Nacht sieht man wirklich die ganze Milchstraße. Willst du mal? Ja, Land ist in der Nacht ja immer Streulicht. Irgendwelche Lichter von Häusern, von Dörfern. Aber hier ist ja nichts. Deshalb, wenn der Himmel klar ist, siehst du die Sterne so deutlich, als ob... Ah. Ah, das ist nicht so einfach, hä? Darf ich? Nimmst du mich mal mit in der Nacht, bitte? Weil ich schon ein ganz toller Jäger bin. Ach so? Du kannst mich sicher gut gebrauchen. Naja. Du bist mittlerweile also ein ganz guter Jäger und du findest Lisa immer? Ja. Naja, fast. Nicht vergessen, du musst dir immer was suchen, womit du auf einmal ganz überraschend Krach machen kannst. Da verhalten sich alle Lebewesen gleich. Alle, wenn sie sich erschrecken, bewegen sie sich. Da kannst du gar nichts dran machen. Ich kann die gar nicht verhindern, verstehst du? Nimmst du mal wieder? Ich geh nach hinten.
da. Julia. Julia, bitte. Heimgekehrt, dem Tode knapp entronnen, sie, der Lorbeer, auf dem Haupt des stolzen Kriegers. Spinnt der Papa jetzt? Nein, er dichtet. Ich bin ziemlich hysterisch, oder? Findest du? Das ist ein richtiges Empfangskomitee. Das bei dem Wind. Ja, bei dem Wind. Julia hat drauf bestanden. Wir haben Delfine gesehen. So große. So große. Noch viel größer. Sie sind alle aus dem Wasser gesprungen. Mindestens 120 Stück. Stimmt das? Wer weiß? Lass ihn doch. Und wenn der Motor ausgefallen wäre, dann hätten sie uns bestimmt gezogen. Genau, du wärst auf dem ersten vorne weggeritten. Na, altes Walross. Zeig dir mal was. Von hier aus kannst du fast die ganze Scheune überblicken. Na, das ist wichtig, sonst bewegt er sich und du merkst es gar nicht. Und wenn du hier den Schieber ziehst, gibt ein ganz gruseliges Geräusch. Aber gleich wieder reinschieben. Diesmal habe ich dir geholfen, jetzt helfe ich Lisa. Ich habe keine Lust mehr. Na komm, noch einmal. Aber Tom muss draußen warten und schaut er immer, wo ich mich verstecke. Ich glaube, ich habe eine gute Idee. Ich verzauber dich in den Hasen. Du bist blöd. Sag mal, fühlt ihr euch nicht ein bisschen einsam hier? Manchmal? Nö. Kennst du die Werbung Bier oder sowas? Man sieht ein Haus im Winter. Wunderschön, ganz gemütlich, mit erleuchteten Fenstern oder so. Und plötzlich sieht man, dass das Haus ganz einsam liegt in einer Schneewüste. Drunter steht 5 Kilometer zum nächsten Nachbarn, 865 zu den Freunden. So ungefähr ist das hier. Schön, dass du da bist. Nur, dass wir im Gegensatz zur Werbung meistens jemanden hier haben, von dem Julia ab und an meint, er möchte uns alle umbringen. Sonst ist es ganz gemütlich. Toll. Ja, was soll man machen? Gute Arbeiter sind heutzutage so schwer zu kriegen. Da kann man nicht wählerisch sein. Paul. Hallo. Habe ich gar nicht gehört. Lisa. Keine Angst, ich spiele Verstecken. Guten Tag. Meine Freundin Silvia, Fred, er macht...
Er repariert gerade das Dach und macht auch sonst alles. Ah ja, hallo. Ich bin sozusagen der gute Geist des Hauses. Was jetzt mit der Truhe? Da hat man gar keine Ruhe. Was macht ihr denn hier? Entschuldigung, wir wollten dich nicht stören. Magst du Tiere? Komm, ich zeig dir den. Sechs Beine. Er macht auch sonst alles. Wirklich. Was soll's denn sein? Du musst dich nicht schuldig fühlen. Ja, ich weiß. Für gar nichts. Also was ist nun wirklich los? Ich meine, ihr habt das Haus gekauft als so eine Art Neuanfang, oder liege ich jetzt völlig daneben? Nein, ich mach's falsch. Ich mach alles falsch. Es ist meine Schuld. Weißt du, an was mich das erinnert? Johannes der Täufer. Schwester Maria. Dieses unglaubliche Rubinenrot. Und dann war alles kaputt. Die eingeschmissene Scheibe von der Kapelle. Ja, natürlich. Oh nein, wie kommst du denn jetzt darauf? Immerhin standen wir auch 20 Minuten in der Kälte wegen dieser unwiederbringlichen Werte, bis du uns gerettet hast. Ich frage mich seitdem, warum hast du zugegeben, dass du die Scheibe eingeworfen hast? Du warst es doch gar nicht. Nein, nein, ich war es nicht. Fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Aber warum hast du es dann gesagt? Ich habe nicht ertragen, wie sie uns angeschaut hat, so. Ich habe die ganze Zeit gedacht, sie schaut nur mich an. Sie kennt mich. Sie weiß, wer ich bin. Sie weiß, dass ich schuldig bin. Sie weiß es, sie ist sich sicher. Dann habe ich es gesagt. Ja. Und deshalb komme ich drauf. Ich glaube, du machst es heute noch genauso. Tatsache ist, du nimmst Paul immer noch übel, wie er sich nach dem Autounfall verhalten hat. Und Tatsache ist auch, dass er dir ins Lenkrad gegriffen hat und nicht umgekehrt. Und du hast die Narbe. Solltest du vorhaben, in nächster Zeit ein Keuschheitsgelübde abzulegen, setz mich bitte davon vorher in Kenntnis, ja? Das macht's leichter. Dein ewiger, beschissener Sarkasmus. Vor dem Unfall. Auf dem Weg zum Theater, das war genau dasselbe. Ich habe dir vorgeworfen, dass du Lisa bevorzugst. Einmal. Und was kam von dir? Sarkasmus, Sarkasmus, Sarkasmus. Ich habe mit Fred geschlafen. Ich wollte mir beweisen, dass ich noch attraktiv bin. Bravo. Geht ja doch noch. Gratuliere. Warum erzählst du mir das jetzt? Hör auf. Ich wollte wissen, wie das ist, wenn jemand die Narbe anfasst. Anfasst! Du willst doch alles vergessen. Weiterleben, weiterleben. Was ist falsch dran? Was soll ich machen? Was falsch dran ist? Ich sag's dir, dass du nie was damit zu tun hast. Für dich ist alles nur Schicksal. Du hast damit nichts zu tun. Du nicht. Du natürlich nicht. Nur, dass ich das richtig verstehe. Wäre ich nicht so sarkastisch, wäre der Unfall nicht passiert, richtig? Wir wären nicht hierher gezogen. Du hättest nicht mit Fred schlafen müssen. Hannah wäre noch am Leben, oder? Nein, aber... Oder vielleicht das Ganze noch früher an. Warum nicht mit der Vertreibung aus dem Paradies? Ja, das ist die Erbsünde. Da fängt die Schuld an. Da muss der ansetzen. Dann kann man so leben. Gut, ich spreche dich frei. Ja, ich nehme die Schuld auf mich. Ich erteile dir die Absolution. Geht's dir dann besser? Geht's dir dann endlich besser? Nein. Nein! Man kann nicht so leben wie du, Julia. Du schmeißt einen Schneeball in die Luft. Und gleichzeitig geht irgendwo zufällig ein Kind vorbei, dreht sich nach dem Schneeball um, wird vom Auto überfahren. Bist du deswegen schuld? Aber du denkst so. Deshalb der ganze Wahnsinn. Und deshalb sollte ich auch Fred entlassen. Das hättest du einfacher haben können. Das kannst du einfacher haben.
Hallo. Ich muss mit Ihnen reden. Ach so. Julia hat es Ihnen gesagt. Gut, es ist passiert. Bin froh, dass Sie es wissen. Ich habe mich Ihnen gegenüber beschissen gefühlt. Aber was sollte ich denn machen? Nach Hannas Tod war nichts mehr wichtig für mich. Auch das nicht. Und damit ist es für Sie erledigt? Na, ich weiß schon. Sie schmeißen mich jetzt raus, suchen sich einen anderen. Er ist stolz. Darum geht's überhaupt nicht. Nein. Sie wollen tatsächlich eine Anzeige machen? Sie gegen Fred? Moment mal bitte. Ja. Er hat den Boiler präpariert. Er wollte das. Hermann, willst du ein Bier? Ja, gerne. Er wollte was? Er will sich rächen. Wegen dem Unfall mit Hannah. Er will mich, meine Kinder. Sie wissen ja nicht, was Sie sagen. Doch. Prost! Ist aber nicht gut in Form heute, wa? Kann passieren. Er hat das Stromkabel aus der Buchse gezogen und es direkt an den Boiler gelegt, sodass der ganze Boiler unter Strom gestanden ist. Das warme Wasser funktioniert seit langem nicht. Fred wusste das. Und Sie haben einen Schlag bekommen? Ja. Da ist nichts ohne seine Familie, nichts. Armseliger Wurm. Ich weiß das, glaub mir, ich weiß das. Als Mia gegangen ist, so einfach so irgendwann gegangen. Das Kind war ihr egal, ich war ihr egal, ihr war alles scheißegal. Du hast eine gute Frau. Du hast Glück, du hast Glück. Aber nimmst mir das nicht übel, ha? Das ist passiert, sowas. Passiert. Du verstehst das, hm? Paul. Das ist vorbei. Vorbei. Auf dein Glück. Du siehst Tom und Lisa jeden Tag, fast mehr als ich. Das ist so sicher sehr schwer. Sie erinnern dich an Anna. Und vielleicht hast du sie ja auch manchmal. Was seid ihr bloß für Menschen? Gut. Gut, ich suche mir einen anderen Job. Ist ja nur verständlich. Ich wollte nicht kränken. Es tut mir leid. Das ist nicht nötig. Manchmal denke ich nur, warum läuft Hannah jetzt nicht mit ihnen da rum? Das denke ich. Und dass du glücklich bist, ist oft zu viel. Seit Mia weg ist, hoffe ich zu viel. Wenn Mia nicht gegangen wäre. Weißt du, wie das ist? Ich sag's dir.
Wenn du jemanden kaputt machen willst, musst du ihm nur seine Familie nehmen. So einfach ist das. Oh. Kommt wohl etwas ungelegen. Andererseits, wir sollten uns mal unterhalten, das hilft manchmal. Könnte alles mittlerweile sehr gut sein, sagen wir. Fast alles. Ich habe mit Paul gesprochen. Er nimmt uns die kleine Affäre nicht übel. Er versteht's. Was willst du? Das wollte ich dich gerade fragen. Was willst du? Wieso gehst du ins Dorf, verbreitest irgendwelchen Unsinn über mich? Ich würde dich auf dem elektrischen Stuhl rösten wollen oder so ähnlich. Ist ja lächerlich. Ich hatte Angst. Angst? So. Ja, deshalb. Ich glaube manchmal, dass du mich hasst. Wegen Hannah. Und das könnte ich auch verstehen. Ich will nicht, dass du mich hasst. Ich will dich. Ich will dich. Du darfst mich nicht hassen, bitte. Bitte. Mich oder die Kinder. Komm. Sag es. Sag, dass du es nicht tust. Sag es. Du glaubst tatsächlich, dass ich dich umbringen will, dich oder die Kinder, und gleichzeitig willst du mit mir schlafen. So nach dem Motto, du kannst mich vögeln, wenn du meine Kinder in Ruhe lässt. So. Für wen hältst du mich? Was ist jetzt? Was glaubst du, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich raus und bring deine Kinder um. Vielleicht habe ich es ja schon getan, bevor ich reingekommen bin. Was weiß man nicht. Lisa? Tom? Hat Fred das gesagt? Ja. Wenn man keine Angst mehr hat, wenn man Fred Angst hat, dann muss man es einfach tun, dann hat man keine Angst mehr. Ja. Das tut mir leid, Entschuldigung. Das war blöd von mir, ja? Ich habe das früher auch probiert. Und manchmal funktioniert das auch. Aber manchmal hat man eben Angst, verstehst du? Jeder, ich auch, das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, die Angst ist nichts Schlechtes und du musst dich dafür nicht schämen. Und wenn Tom dich dafür hänselt, dann ist er dumm. Und wenn er es das nächste Mal macht, dann sagst du ihm das so, gut? Gut. Kleine Lisa. Komm da runter, wir gehen jetzt rein. Warum? Sofort. Lisa, ich muss noch mal kurz weg. Aber ich komme gleich wieder, ja? Und der Papa kommt auch gleich, ja? Vielleicht ist ein Honigbrot mit ganz dick Honig drauf. Wirklich? Vorm Abendessen? Ausnahmsweise. Abends
so abgearbeitet, dass er nicht wieder fort konnte. Also bat er um die dritte Nacht. Dafür sollte er aber den folgenden Tag das blaue Licht aus dem Brunnen holen. Dafür ging die Hexe an einen Brunnen und band ihn an eine lange Seil. Daran ließ sie ihn hinein. Fallen mir die Ohren ab. Nein, das ist gar nicht laut. Und machte das Zeichen, dass sie wieder hinaufziehen sollte. Nein, Fred hat gesagt, ich habe keine Angst mehr und du bist blöd. Als sie die Hände reichen konnte, wollte sie das Licht haben, um ihn dann wieder hinunterfallen zu lassen. Aber er merkte ihre bösen Gedanken und sagte, eher gebe ich das blaue Licht nicht, als bis ich mit meinen Füßen auf dem Boden stehe. Ich weiß, was du vorhast. Du willst, dass Lisa ein Unglück passiert. Du willst, dass sie irgendwo abstürzt. Du benutzt, dass sie ängstlich ist. Du redest ihr ein, dass sie keine Angst mehr hat, wenn sie sowas tut. Du bringst ihr Dinge bei. Du bringst ihr bei, irgendwo hochzuklettern. Du bringst ihr all die Sachen bei, die gefährlich für sie sind. Lisa mag dich, sie vertraut dir. Vorher bringe ich dich um. Julia, die Kinder sind allein zu Hause. Geh in die Kajüte und schau dir das an, die Kiste. Die Kiste! Wir haben das gemeint, die Puppen. Ja, ich hatte das Gefühl, wenn sie fertig sind, dann ist Anna wirklich tot. Dann stirbt sie endgültig. Ich weiß, das ist... Sie sind krank, sie brauchen einen Arzt. Sie können so unmöglich weiterarbeiten. Es tut mir leid. Er bringt Lisa all die Sachen bei, vor denen sie Angst hat. Er will sich an Lisa rächen. Nein, bitte, nicht schon wieder. Julia, bitte. Es ist vorbei, Fred kommt nicht mehr. Er ist krank, das ist alles. Verrückt. Aber er hat nie jemandem etwas getan, obwohl er dazu die Gelegenheit gehabt hätte. Und er wird es auch nicht tun. Vielleicht ist er verrückt, so wie du es nennst, aber er wird nie jemandem etwas tun. Nicht dir, nicht den Kindern, nicht mir. Ist auch nicht mehr wichtig. Nicht direkt von der Oberfläche nimmt. Und da könnten Erichse dabei sein. Aha. Das hat Fred gesagt. Du musst immer ein bisschen buddeln. Gut, werde ich drauf achten. Das kannst du ja nicht wissen. Nee, aber ich bin lernfähig. Papa? Ja? Kommt Fred jetzt gar nicht mehr zu uns? Nee. Er hat mir aber versprochen, dass ich noch mal mit dem Boot rausfahren darf. In der Nacht, weil ich ein so guter Jäger bin. Und er braucht... Hör mal zu. Fred ist jetzt sehr traurig. Weil Johanna tot ist, das verstehst du ja. Und er wird lange brauchen, um drüber hinwegzukommen. Ich hab ihn! Der Arme hat ja nur eine Schere. Ach, das macht nichts.
Er braucht jetzt nichts mehr fangen, er kriegt ja alles von mir. Was magst du gerne? Fred hat immer mit uns gespielt. Jetzt spiele ich mit euch. Wirklich? So. Ist nicht so gut? Wenn's das beim nächsten Sturm nicht runterweht, dann werde ich schwul und gehe ins Kloster. Entschuldigung, aber er ist immer so. Ich hoffe, Sie sind da nicht so empfindlich. Nee, nee. Danke. Na dann, Prost! Prost! Bei dem Pfusch würde ich auch bis Hamburg laufen. Was? Was haben Sie gesagt? Fred, Herr Hansen geht weg? Nach Hamburg? Ja. Wissen Sie das ganz sicher? Ja, er ist schon beim Packen. Guck mal, was ich hab. Rat mal, du musst raten. Willst du nicht erst mal guten Tag sagen? Moin. Moin. Guten Tag. Moin. Sie haben ja große Hände. Tja. Wie ein Klo, wie ein Klodeckel. Was ist das, ein Abschiedsbesuch? Natürlich, bist du ein höflicher Mensch, warum nicht? Komm rein! Ich wollte wissen, ob du wirklich gehst. Warum, soll ich dich zum Abschied noch mal vögeln? Oder willst du es auskosten, dass du mein Leben ruiniert hast? Gut, du hast gewonnen. Ich gehe weg. Ich habe ja nur 30 Jahre hier gelebt. Was ist das schon? Das wolltest du doch. Ja, nein. Nein, ich weiß es nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht, dass. Ich wollte dich nicht vertreiben. Vielleicht tue ich dir Unrecht. Unrecht? Und jetzt bist du gekommen, um es wieder gut zu machen. Nein. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß aber, wer du bist. Du bist eine Heilige, die heilige Jungfrau. Nein. Nein? Also doch, Vögel. Na los, komm. Das ist ein Fehler. Du hast kein Recht, mich zu hassen. Du nicht mehr. Du widerliches Schwein. Ich bin noch mal bei Fred gewesen. Warum? Das war... Ich wollte sehen, dass er wirklich geht. Was, nein? Ich hatte Angst, dass er uns was tut, den Kindern, mir, aber trotzdem, ich wollte ihn immer. Ich wollte immer mit ihm schlafen. Ich dachte, vielleicht habe ich Angst, nur weil ich mit ihm schlafen will. Vielleicht ist das die Strafe. Ich habe seine Augen gesehen und habe gedacht, er hat mich erkannt. Aber ich habe nur mich selbst darin gesehen. Meine Angst, meine Schuld, meine Wut auf mich, auf dich, auf was aus uns geworden ist. Am Anfang dachte ich, dass ich mir was beweisen will, aber das war's nicht. Ich dachte, er kennt mich. Und jetzt kann ich sein, wie ich bin. In allem. Auch im... Auch im Bett. Ja. Langer Rede, kurzer Sinn. Wärst du ein Mann, würde man sagen, du hast mir im Schwanz gedacht. Ja, so. Ungewöhnlich für dich. Ja. So, sozusagen ein Fortschritt. Warum kannst du nicht normal mit mir reden? Warum kannst du nicht einfach sagen, ja, ich verstehe das oder nein, ich verstehe das nicht? Warum flüchtest du dich immer in deinen beschissenen Sarkasmus? Paul! Paul! Ich denke immer, das Leben ist, wie es ist. Lass es uns einfach nur nehmen, einfach leben. Das ist schwierig genug. Ich kann es ja nicht beeinflussen, ich kann es nicht ändern. Ich werde die Sache mit Fred nicht verstehen. Aber wahrscheinlich muss es das kommen.
sowas. Ich habe gemerkt, wie wir nach dem Unfall auseinandergedriftet sind. Ich wollte dich festhalten und... Ja, ich wollte zwar, dass die Dinge zwischen uns klar sind, das waren sie aber nicht. Und da bin ich davon gelaufen. Immer wenn es kompliziert wird, laufe ich davon oder ich flüchte mich in mein... So ist es. Und dadurch mache ich mich vielleicht schuldig. Ich habe dir bei dem Unfall ins Lenkrad gegriffen. Ich war das. Ich weiß es. Und ich wollte einfach nur weiterleben. Es muss vorbeigehen. Es darf nichts übrig bleiben. Wird nichts übrig bleiben. Aber es ist was übrig geblieben, nicht nur eine Narbe. Es tut mir leid, Julia. Mir auch. Und jetzt ist es eine Giraffe mit 5 Beinen. Ja, oder ein Drache. Hör auf, das kitzelt. Nein, es ist kein Drache. Was ist kein Drache? Na, ihr... Siehst du wirklich von hier weg? Ja. Du hast mir doch versprochen, dass wir mit dem Boot rausfahren. In der Nacht. Ich bin doch ein ganz toller Jäger. Wirklich, ganz ehrlich. Na, stimmt das auch oder findet er dich nie? Ich finde sie immer, immer. Sag, dass ich dich immer finde. Meistens schon. Na denn? Gut, wenn du sie jetzt findest, fahren wir heute Nacht raus. Ist das ein Wort? Na los, lauf, Prinzessin. Wir zählen bis 100. Nicht schlecht, Prinzessin. Guck mal da. Das ist doch ein bisschen hoch. Ich glaube eher, die Prinzessin hat noch ein ganz klein bisschen Angst. Hm? Nein. Gehst du wegen Hannah weg? Nein. Wenn ich keine Angst mehr habe, kriege ich die Puppe. Also. Gut. Du bekommst die Puppe. Und nicht vergessen, du musst ganz still sitzen bleiben. Thank you.
Wo sind die Kinder? Du bist neulich so schnell gegangen, da dachte ich... Wo sind die Kinder? Weißt du noch? Lass das. Was ist los mit dir? Sie spielen Verstecken. Wo? Ich dachte, du lädst mich vielleicht noch zu einem Kaffee ein. Oder soll ich dir jetzt suchen helfen? Du. Ich weiß, ich bin ein Schwein. Vielleicht grüßt du sie von mir. Lisa? Tom? Was denn du hier? Hol Hilfe! Schnell! Lauf! Lauf doch! Papa, nein! Julia! Julia! Papa, komm wieder raus, bitte, Papa, bitte.